Ganz klein machen. Ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man so ein Jubiläum feiert als Firma. 10 Jahre auf dem Buckel hat, dann braucht man auf jeden Fall eine ordentliche Festschrift. Unsere hat knapp 300 Seiten. André wird gleich 2-3 Stunden daraus vorlesen. Ganz viel Danksagungen. Genau. Vorher kommt natürlich noch der IHK-Präsident mit seiner Rede. Nicht? Was? Da kommt der IHK-Präsident. Nein, kleiner Spaß, das hier ist Zeitung in 2015-16, wenn jemand was über Zeitungen 2015-16 wissen möchte, dann darf er sich das gerne ausleihen, ist auch geschenkt. Ah, das ist der Preis für die Gewinner. Das Quiz ist Ja, übrigens, ich habe festgestellt, wenn jemand irgendwann die Karte weglegt und nicht mehr mitspielt, dann macht er keine Auswertung ausnahmsweise. Das ist automatisch. Also, gewonnen haben, es gibt 2 Gewinner. Fröhliches Miteinander und Nach dem Vortrag, 5 Minuten, treffen wir uns in der Küche und dann gibt's was. 7,5 Eins. Also das mit der Festschrift und den 3 Stunden André liest euch was vor, war natürlich nur die halbe Wahrheit. Aber André ist da, wer ihn noch nicht gesehen hat. Hey, ho! Ja, ist nicht ganz unwichtig für diese Firma. Nein, wir haben in den letzten Tagen sehr viel Spaß gehabt, weil wir nämlich ein paar Bilder aus den letzten Jahren zusammengetragen haben, die wir heute einfach mit euch teilen wollen. Und kommentiert sie gerne, wenn es langweilig ist, lasst uns das wissen. Es ist ja oft so bei Dia-Abenden, dass die Ersten irgendwann einschlafen, dann lasst uns das wissen, dann machen wir ganz schnell weiter. Also einfach weiterschreiben, dann geht es ganz schnell weiter. Weiter, okay. Oh, die Kamera. Play drücken. Ja. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. In der Firma bei uns läuft alles über Asana, das ist unser Projektmanagement-Tool. Ich habe vor 2 Wochen ein Ticket, 4 Wochen, vielleicht vor 6 Wochen, ein Ticket von ihr bekommen, das stand drin. Beef History of Netzstrategie, André, mach da mal was. Und dann habe ich lange mich darauf vorbereitet, gedanklich, nicht so viel gemacht. Dann irgendwann haben wir, dann hat Bruce mich irgendwann mal angesprochen, so, hey, wir bräuchten da schon was. Und dann habe ich mir, okay, ich mache eine Strategie und habe dann angefangen, irgendwie was zusammenzubasteln, so überlegt, okay, wie läuft das eigentlich mit der Firma und wie kann man das alles erzählen und so. Dann habe ich eine Struktur für Folien angelegt. Das erste ist ja immer ein Inhaltsverzeichnis zu machen, vielleicht dann gemacht, Inhaltsverzeichnis gemacht, das muss alles da rein. Dann Anna und Stefan und Lars gebeten, auch dazu beizutragen. Dann hast du, glaube ich, gesagt, oder Stefan, nee, das versteht man so nicht. Lass mal den Julius drüber gucken, einen neuen Kollegen von uns, der soll da was machen. Und dann hat er 60 Inhaltskapitel vorliegen. Ne, okay. Holt euch noch was zu trinken. Über 15. So, und das war dann so quasi, das sah dann so aus, total durchstrukturiert. Ich so, oh, das wäre schon geil, wenn wir das so hinkriegen. Dann habe ich angefangen, das zu malen. Und bald gibt es bei uns auf Social eine Serie, die heißt, wer ist jetzt? Scribbles von jemandem. Scribbles. So, und dann habe ich einen Scribble gemacht. So sieht man Scribbles aus. So, New York U-Bahn-Straßenbahnkarte.
die Netzstrategen der Nutshell quasi, unsere Firma, wie sie sich entwickelt hat. Dann habe ich das den Kollegen gesagt, hey, guck mal, so machen wir das. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach einen Dia-Abend. dann haben wir schmeißen ein paar Fotos zusammen. Wir sind jetzt 120 Stück geworden. Von, glaube ich, noch mehr, die wir in verschiedenen Sachen haben. Wer lange bleibt, kann auch die sehen, die wir da bewusst nicht reingemacht haben. Weil es sind Sachen, die wollten wir nicht teilen. Genau, wir fangen einfach mal an. Also, es ging ja darum, mal zu vermitteln, wo wir eigentlich herkommen und warum wir eigentlich das machen, was wir machen. Wie Stefan sagte, ich glaube, das kann jetzt ganz interaktiv sein. Ihr könnt mit uns drüber reden. Ihr könnt auch sagen, boah, es wird jetzt altlangweilig, holt euch was zu trinken, wenn ihr durstig seid. Was zu essen, wenn es noch was gibt. Wir erzählen jetzt einfach und irgendwann hören wir auch wieder auf, schätze ich. wir haben überhaupt keinen Plan, was jetzt genau passiert. Also wir haben uns noch nicht abgesprochen, wer was erzählt. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir mal anfangen. Und angefangen hat alles damit, mit der Select GmbH. Das war die erste deutsche GmbH, die ich gegründet habe, damals noch zusammen mit einem VC aus Stuttgart und aus Köln und einem Freund von mir. Und wir haben damals, 2010, schon Paid Content gemacht. Also wer sich heute über die Bezahlschranken auf Zeitungswebseiten ärgert, wenn er über den Süddeutschen was macht, das war wir. Wir haben das nach Deutschland gebracht, wir haben das angefangen. Ich habe das irgendwann ich glaube 2006, aus Amerika mitgebracht und habe dann angefangen mit den deutschen Verlagen drüber zu reden. Die fanden das super. Haben wir eine Firma gegründet, wir haben unser erstes Büro bezogen. Das war damals in der Stephanienstraße, genau neben dem Badisch Brauhaus. So sah das da damals aus. Die Firma ist klug gelegen. Total. Allerdings eine Tiefgarage, Mann. Da könnte man tagesfüllten Bildervortrag mitmachen. Geht mal hin. Geht mal ins Badisch Brauhaus. Das Hotel, das dahinter ist, die AAAA Hotel Weltkübler, weil man dann bei Google weiter oben steht. Kein Scheiß. mega. Genau. Oh. Alter. Das war ich nicht. Komm mal davon. Das ist der Asen. Das ist hier der. Ja, es gibt ein Leben voll. Hallo, Herr Krase, Mann. Ja, genau. Ich habe mich auf die Idee gebracht, mal in den E-Mails zu stören. Ich habe noch so einen Xing-Account rumliegen. Und hab nach André Hellmann in den Nachrichten gesucht, wann er die erste Nachricht kam und hab das gefunden. Und es war der 18. April 2007. Und wir haben uns gesiezt. Vertriebsmitarbeiter Nummer 1. Ja. Aber die herzlichen Grüße aus dem abendlichen Karlsruhe, die sind in meinem Herzen gegangen. Also kurz zusammengefasst, André wollte mir die Software von der Select verkaufen. Ich habe gesagt, ich bin der falsche Mann, aber wir können trotzdem Kaffee trinken. Kaffee wird immer getrunken. Genau. Und so geschah es. Das war witzig. Offensichtlich. Das war unser Büro damals, der hintere Raum. Vorne sitzt der Stefan, also hier der Nackengesicht ist da noch. Und der Jim gegenüber ist Jim auch da. Mit Haar. Er hätte mal eigentlich persönlich einladen müssen, es gibt viele Fotos von Jim. So, da ist vorne aus in dem Büro, das ist der Lars. Hinten? Das ist der Lars dann schon. Das heißt, der Herr Grasemann hat dann bei uns angefangen auch mitzuarbeiten. Aus dem Kaffee wurde mehr. Das aus 37 alt wurde mehr. Das ist wieder meine andere Geschichte. Genau, und dann haben wir, also wir waren nicht ganz unerfolgreich mit der Select GmbH mit dem Zeug. Wir haben tatsächlich diesen Preis gewonnen. Der ist aber mir auf dem Speicher, ich habe ihn vorhin nicht gefunden. Der war lange noch so ein Türstopper. Als wir rausgezogen sind, das hätten wir nicht geschafft ohne. Ja, ohne den wäre das schwierig geworden. Wir haben da von Axel Springer so einen richtig goldenen Preis gewonnen für die innovative Software, die aber leider wirtschaftlich eher ein Totalschaden war und die wir dann irgendwann auflösen mussten. Aber egal, wir gingen trotzdem gut weiter. Da sieht man schon quasi oben auf dem Balkon, genau, das ist die DAO. Die ist auch irgendwie, versteckt sich nur mal ganz geschickt. Yeah. Da ist sie, genau. Die ist auch schon seit ganz Anfang mit dabei. Und da ist der Michi, der ist, glaube ich, wahrscheinlich bei seiner Frau und seinem Kind heute Abend. Oder ist der Michi da? Ah, da ist der auch nicht. Genau, und der Thomas Reinhold von IT-Shotting, sind die auch da eigentlich? Da kann niemand beschäftigt. Da hinten stehen sie jetzt. Wir haben sich verdrückt. Ey, wie konnte man das nicht mitkriegen? Da hinten sind ein paar, ja. Ah, sehr gut. Also dann seht ihr hier gleich eure Kollegen mal. Ja. Ich weiß noch, das war in einem alten Büro gab es einen Balkon, auf dem Balkon stand eine Bank. Und wenn schönes Wetter war, hat man sich da morgens quasi seinen Laptop rausgelegt, so in der guten deutschen Manier. Im Urlaub ist das Handtuch und bei uns im Büro ist immer das Laptop. Dann hat man morgens rausgeschaut, dann waren da Laptops und Blöcke schon, weil da sitze heute ich an der Stelle. Das war sehr witzig immer. Genau, Nachwuchsförderung schon immer Thema gewesen, sind meine beiden Töchter. Hier übt sich das quasi schon in der Nachfolge links.
So das Mondäne im Chefsessel umlümmeln irgendwie. Und halt hier natürlich Infografiken machen, das kann ja auch schon super. Das Internet heute. Von Maya, die da im Chefsessel sitzt, gab es auch mal bei einem Workshop eine schöne Aktion. Der ist ja auf den Stuhl gestiegen und hat gesagt, ich bin die Chefin der Netzstrategen und alle haben frei und kriegen Geld für immer. Da arbeiten wir heute noch. Über das System müssen wir nicht, aber wir arbeiten heute noch. Da hatten wir mal einen Workshop mit mir im Haus, da war das genau. Da sind die nachts aus dem Bett gekommen, das weiß ich nicht. Genau. Ja, genau. Und da sind wir gewachsen. Und das war, am Anfang war das, wir hatten damals ein 100 Quadratmeter Büro oder so. Und wir hatten, und wir so, oh Gott, wer soll denn da alles sitzen, war damals die Frage. Und das war der Abstellraum. Und irgendwann kam ich mal ins Büro und hatte keinen Arbeitsplatz mehr. Und dann habe ich genau hier im in der Abstellkammer so gearbeitet. Das war mein Schreibtisch für bestimmt 2-3 Wochen. Irgendwann habe ich es dann ausgewechselt und habe mir dann die Getränkekisten hingestellt. Dann habe ich von den Getränkekisten aus gearbeitet. Genau, das war so mein Schreibtisch. Du musst immer so viel telefonieren, geh du mal da hinten rein. So, okay, na gut. Und saß ich da hinten. Ich habe auch keinen Slack da. Genau, und dann, es ist schade, dass der Michael weg ist. Also, long story short, das mit diesem VC, mit Fremdkapital, das hat sich irgendwie nicht so bewährt bei uns. So, ich finde so Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, das ist uns einfach ein ganz wichtiger Wert, steht halt auch an der Wand. Und also das hat sich in die falsche Richtung entwickelt mit den Geldgebern. Und dann haben irgendwann Stefan und ich abends im Büro gesagt, also die Select GmbH, wir drei waren schon bei der Select GmbH quasi angestellt, wir sind noch gar nicht in der Netzstrategen-Ära jetzt. Select GmbH, wir saßen immer abends im Büro und so, boah ey, das muss man mal irgendwann ändern, das kann man so nicht weitermachen. Und dann, eigentlich, was machen wir denn eigentlich? Und zwar damals schon so, dass eigentlich keiner die Software kaufen wollte, siehe Lars, Grasenmann. Es war immer so, aber hey Mann, kennen Sie sich, oder Herr Sperling, können Sie mit Projektmanagement helfen, wir wollen relaunchen, und kennen Sie sich mit der Online-Vermarktung aus, und Bannerverkauf und so. Und so, ja klar. Dann haben wir immer Beratung gemacht. Und dann wären so in der Beratung hängen geblieben, haben ganz viel Ausbildung gemacht, nie Software verkauft. Und irgendwann saß Stefan und ich abends im Büro und haben also so fantasiert irgendwie, ich weiß auch, hinten im Zimmer war das, und dann, wie würden die Firma heißen, haben so rumgedoktert, irgendwann so gemeint, eigentlich sind wir Netzstrategen. Ah, ist korrekt. So, und dann bin ich quasi kurz danach zum Notar gefahren und habe die Netzstrategen GmbH eingetragen. Das war quasi damals der Facebook-Post, das war ganz toll. Und jetzt guck mal die dritte Antwort an. Das war quasi unser erster Kunde, der Michael Korb, der leider schon weggegangen ist. Der war vorhin auch da. Der meinte, oh super, dass es die Firma jetzt endlich auch gibt, die wir damals beauftragt haben, im November. Eingetragen wurden wir dann im Februar und dann 2010 im Februar gab es die Netzstrategen, deswegen feiern wir ja jetzt auch quasi. Aber es war so ein bisschen eine Überhangzeit. Ich habe damals quasi schon Netzstrategen Vorträge gehalten, noch mit Select-Logo, da habe ich Michael kennengelernt, hat uns beauftragt in so einer Laune. Naja, und dann gab es die Firma und hat es dann auf Facebook mitbekommen. Es war super. Genau, Zackbums, das war unser erstes Corporate Design, haben wir damals sogar eine Agentur beauftragt mit. Ihr habt vorher ja wahrscheinlich mitbekommen, was diese Logos bedeuten, ne? Diese zwei Kreise. Hat sich gemerkt. Und der Clou war, das habe ich aber leider nicht mehr herstellen können, wir haben dann extra auf diesen PowerPoint vorhin das animiert, dass sich das so dreht. Das war super geil, ey. Das war so der rote Kreis hat sich dann so. Ich glaube, das war auch das Ding, wie uns die Agentur gekriegt hat mit dem Logo. Wahrscheinlich. Dass wir die Präsentation machen konnten. Okay. Fuck, das ist es. Was noch da gehen wir mit. Das ist korrekt. Genau. Also das, bam, zack, gab es Netzstrategen eben. Und dann haben wir auch relativ schnell Workshops gemacht. Ich sehe da so komisch aus, weil ich glaube, da hatte ich mir mein Schlüsselbein gerade gebrochen und habe da so ein komisches Ding angehabt, deswegen. Nee, ich glaube, dass es gar kein Quatsch ist. Das ist, glaube ich, wirklich so gewesen. Dann waren wir da, ich weiß noch, da haben wir irgendwie. War das komische? Also, wir haben einen unserer Workshops gemacht. Wir machen in der Firma jedes Jahr zweimal Workshops, zwei Tage, alle miteinander, in einem unserer Büros. Sind wir alle beieinander und reden halt über uns. Nicht, dass wir das sonst auch nicht genug täten, aber wir nehmen uns nochmal zwei Tage, um auch nochmal über uns zu reden. Genau, und dann saßen wir da in diesem ganz abgefahrenen Restaurant, der Erbprinz in Edmund ist das gewesen, mit diesem ganz appetitlichen Vorspeise da. Genau, und abends saßen wir auch beim Bier zusammen, sind Michi und Jim. Stefan, glaube ich. Und der, also da sieht man auch schon,
die Connection mit unseren Kunden. Also es verschwimmt komplett. Also man kann oft echt gar nicht sagen, wer arbeitet jetzt eigentlich hier und wer arbeitet bei unseren Kunden und andersrum. Oder wer arbeitet hier? Ja, überhaupt. Also das verschmilzt sehr. Das ist jetzt dieser besagte Michael Kohr, der mich da vorhin also auf Facebook so kommentiert hat, oh super, die Firma gibt's jetzt, der DAO an den Hals geht. Weil wirklich bei so Terminen auch oft dann die Kunden mit dabei sind. Das ist einfach nur ein Symbolbild, Kunde, Buchhaltung. Richtig. Genau. Mit dem Michael haben wir dann quasi auch unser erstes quasi Nicht-Media-Projekt gehabt. Wir kamen ja so ganz hart aus dem Zeitungsverlag und er war quasi der Erste, der mit seinem Gartenmöbel-Shop quasi der erste Nicht-Kunde war, also Nicht-Zeitungskunde war. Genau, und da saßen wir gerade und ich finde, es ist auch ein sehr typisches Bild von Michael. Schade, dass er nicht da ist mehr. Also dieses, ich gucke das jetzt ganz genau an und dann schaue ich, ob jeder Pixel richtig ist. Da hast du damals echt den Wahnsinn getrieben mit. Aber irgendwann haben wir ihn quasi fertig gemacht. Da liegt er nämlich auf seinem Gartenmöbel. Er kam irgendwann mit einer Flasche Sekt dann und da haben wir quasi den ersten Lounge gefeiert. Also da haben wir auch selber quasi eine Webseite ins Netz gebracht. Das war das erste Mal, dass wir quasi auch wirklich Technologie gemacht haben. Also da waren wir wirklich, haben wir damals einen Oxy-Shop gebaut. Steffen Krutke hat das noch ganz stark gemacht. Irgendwie. Also das haben wir wirklich selber alles gebastelt. So. Da war das erste Mal, dass wir nicht nur Beratung gemacht haben, sondern auch echt Technologie implementiert haben sozusagen. Und dann wurdest du nach Köln. Nee, Köln. Genau. Ich bin Stefan ist vorübergehend nach München gegangen. Das war für mich der Start, auf der Weg nach Köln. Wenn es geht, dann mache ich das auch. Und dann war ich auch 2-3 Tage die Woche, haben wir gesagt, am Anfang sind wir immer in Karlsruhe. Ich war in der Beratung auch ganz viel unterwegs. Also es war noch so ein Tag Homeoffice, der irgendwie übrig war. Ich dachte, kein Problem, das mache ich zu Hause. Und bin dann zu der Zeit in Köln mit Freunden zusammengezogen. Und ungefähr 3 Wochen, nachdem wir eingezogen sind, zog das Gerät ein. Und das Foto ist vom Schreibtisch aus entstanden. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass mein damaliger Mitbewohner jeden zweiten Freitag frei hatte. Und der hatte Langeweile, ich hatte Arbeit und wir haben das dann da ausgetragen. Das hielt dann auch nicht so lange mit dem Homeoffice. Stimmt. Für die Zeit, die wir hier waren, ich hatte eigentlich noch mehr Facebook-Posts und habe gedacht, das kann ich euch nicht zumuten. Aber wir hatten in der Innenstadt, über dem Pizza Hut, hatten wir eine 18 Quadratmeter Wohnung gemietet, wo Stefan und ich dann für die 3 Tage, wo wir hier waren, untergekommen sind. Es lagen 2 Matratzen auf dem Boden. Es gab einen Topf. Ich glaube, den Wasserkocher gibt es immer noch hier. Der hat aus der Innenstadt hier rausgeschafft. Stimmt. Ja. Wir sind auch irgendwann mal mit allen Strategen damals da gelandet. Ich weiß nicht, wie der Abend endete, aber... auf 2 Matratzen halt, ne? Bitte weiter. Schnell weiter. Guck mal, genau. Also wir haben, wie gesagt, damals dann auch von unseren Kunden zu hören bekommen, das mit der Beratung ist toll, wir würden aber ganz gerne auch Implementierung haben und Design und so. Da mussten wir halt mal anfangen, Leute einzustellen, die wirklich wissen, was sie tun. oder halt mal nach Leuten zu suchen, die arbeiten wollen. Und wir haben dann damals mit Thomas Reiner, das ist der linke Schläfer, die IT-Strategen gegründet. Das war gar nicht böse gemeint. Und der Nico Napolz war eigentlich damals Netzstratege, ist dann quasi zu den Kollegen zum IT-Strategen gewechselt. Wir saßen noch ganz lange zusammen im Büro auf der anderen Straßenseite. Die Firma hat wirklich begonnen noch in der Stefanienstraße. Also da haben wir quasi diese Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft gegründet gehabt. Miteinander. Genau, das sind die beiden. Und dann, weil eben das immer enger wurde, ich hatte quasi nur noch einen Pappschreibtisch, die IT-Strategen waren auf einmal auch noch da, es waren irgendwie immer mehr Leute, haben wir dann gesagt, so, 2012 ziehen wir jetzt quasi um in den Kreativpark. Das war damals für uns vollkommen unvorstellbar, wie wir diesen Raum füllen sollen, ich weiß das noch. Also wir das erste Mal hier drin standen und wir dann darüber geredet haben in der Stefanie, so, ey, boah, das ist so teuer mit der Miete, ich glaube, das kostet, keine Ahnung, wir zahlen 3.000 irgendwas Euro Miete im Monat oder so. Und wo soll denn da alles sitzen? Was machen wir denn für den Platz? es war Wahnsinn. Also wir haben da so ganz lange überlegt und machen wir es nicht. Die Stadt wollte uns einfach hier. Die hat gesagt, hey, ihr seid irgendwie ein ganz cooles Unternehmen. Wir haben einen guten Eindruck von euch. Wir hätten euch gerne auf dem Schlachthof, weil wir glauben, ihr würdet im Schlachthof gut tun. Da gab es auch diesen Brand 1-Artikel, der es ein bisschen beschleunigt hat. Ich werde da mal gucken. Und dann sind wir halt irgendwann tatsächlich da ausgezogen in der Stefanienstraße. Und hier eingezogen, da der Steffen und der Michi, die schrauben da gerade diese Lampen runter, die ihr vorhin gesehen habt, die großen. Und die Elena, die fleißig wie sie ist, muss aber immer noch weiterarbeiten. Immer noch irgendwelche Relaunches machen, irgendwelche Updates machen und so. Genau.
Hier der Thomas Reinhold war auch da, hat auch mega geholfen. Ja. Gut, dass er dabei war. Das ist alles eher so logistisch geplant. Und hier war dann irgendwann der ganze kleine Radatsch halt in Kartons und dann sind wir da halt raus und sind bam hierher gezogen. Aber damals noch auf die andere Straßenbahnseite. Also das war unser zweites Büro auf dem Schlachthof. Das erste war einmal über die Schienen. Das war damals der geilste Umzug ever. Das Zeug da durch die Fenster herzutragen. Das war super. Genau, dann saßen wir eben hier auf dem Schlachthof miteinander. In trauter Gemeinschaft. Und dann haben wir, als wir hergezogen sind, eine der ersten Maßnahmen war, erstmal dann noch eine neue Firma gründen. Das war ganz wichtig. Da haben wir die Track Apps UG gegründet, die eine App rausgebracht hat, eine iOS-App, die Leuten auf der Rennstrecke geholfen hat. Es war so ein bisschen meine Idee, weil ich die Autos ganz cool finde und irgendwie einen Grund gebraucht habe, mehr auf der Nordschleife zu sein. Und es ging so ganz gut, war steuerlich absetzbar, war super. Endete aber darin, dass ich meinen Führerschein abgegeben habe direkt. Da habe ich ihn sogar schon wieder zurückbekommen, aber ich habe mehr oder weniger die Firma gegründet und kurz darauf war mein Führerschein weg. Das war super. Genau. Da war mein Vater für einen Monat mein Chauffeur, das war toll. Genau. Aber ich habe ihn wieder zurückbekommen. Jetzt kennt ihr auch alle mein Führerscheinbild. Der Michael Stichter und ich. Und in dem Jahr begannen auch in dem alten Büro die NMFKAs, oder? Zeitstrahl ist, glaube ich, heute ein bisschen falsch, aber. Ich glaube, damals ist es, glaube ich, 14 los, da haben wir mit den Plakaten angefangen. Okay. Es ist noch digitaler Feierabend. Ah, ja. Und das war auch ein legendärer Vortrag damals vom Martin. Martin, ja, das war geil. Ich habe immer noch das Thema Penisse und Hakenkreuze im Kopf, der erzählt hat, dass in Videospielen, wenn man die Leute irgendwie mit Munition Dinge an die Wand ballern lässt, dass dann sofort Penisse und Hakenkreuze an die Wände gemalt werden. Das war Teil des Vortrags, das hat sich über all die Jahre bei mir eingebrannt. Genau. Mhm. Mhm. Aber so sind die Feierabende auch entstanden. Also die sind entstanden aus quasi so einer internen Wissensvermittlung, die zunächst stattgefunden hat. Wo wir sagen, wir müssen uns mal gegenseitig ein bisschen erzählen, weil die Firma ist ja quasi so gewachsen. Also tatsächlich, während haha, alles witzig und Alkohol, haben wir tatsächlich auch so lange die Firma weiterentwickelt. Und wir haben gemerkt, okay, es werden immer mehr Leute hier, die haben immer mehr verschiedene Fähigkeiten, wir kriegen es gar nicht mehr zusammen. Also keiner weiß mehr so richtig, was der andere macht. Und haben angefangen, uns bei diesen Feierabenden halt voneinander zu erzählen, so mehr oder weniger, was da eigentlich passiert. Du warst bei einem der ersten dabei, Edeltraut, ne? Ja. Genau, das da war so ein erster. Michael Korb, genau. Wir haben Michael Korb noch mit meiner Mutter, die leider heute Abend nicht da ist, das Bürgervereins irgendwas. Aber genau, dann saßen wir da zusammen und es ist dann halt immer mehr gewachsen, bis es halt alle hier, ihr hier sitzt. Aber eigentlich ging das so los, war eine interne Sache, können euch Kunden kommen, stört niemand, ne, können wir machen. Und dann sind wir weiter gewachsen. Genau. Das sind Elia und Dau. So. Die heute leider nicht auftreten können. Wenn nur Dauda ist, cool. Ja, das ist auch bei einem Workshop entstanden, den wir damals in Weingarten gemacht haben. Weingarten, richtig, stimmt, genau. Verstanden haben ein paar Instrumente. Genau, dann sind hier drei Damen im Grill, Ankerkrieg, Dau, Kitsch und Anna. Ne? Ja. Du bist 13, also okay. Und so BA-Studentin damals noch. Ja, richtig. Und dann haben wir endlich neben einem Sexshop ein Büro gefunden. Gott sei Dank. Erste Lage. Ja, ich hab mir über das Kickern langweilig. Haben wir gesagt, ich brauche einen Platz und wir brauchen ein Büro und haben dann tatsächlich zwischen der Casa Kuba und Dr. Müller Sex World. Das war immer interessant, dann irgendwelchen Geschäftspartner zu erklären, wo man denn jetzt mit dem Büro ist. Ja, die Dr. Müller Sex World kennen die alle. Ne? Die ah, da war ich schon mal. Ja, ja. Wir hatten noch so einen ganzen Schwung braune Plastiktüten. Aber das, ja, ja. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Ja, das, so ging es los in Köln. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Mit Gaffertape, glaube ich. Also tatsächlich war damals der Tisch noch ein Tanztisch. Da hat überhaupt gar niemand an dem Tisch gearbeitet. Und es war der Abend, an dem Mira nur noch nach dem NMFK in ihren Geburtstag reinfeiern wollte. Und als wir da aber kurz nach 12 gehen wollte, hat Michi beschlossen, er klebt uns einfach alle mit Panzertape aneinander, dann können wir nicht nach Hause gehen. Sehr strategisch. Ja, genau, hat geklappt. Ja. Genau, und auf dem Tischtanzer Tradition, ne? Das war einer der taktoffenen Türen. Okay. Mit Bierwagen. Da im Hintergrund wurde gerade. Ja.
das goldene Gebäude hier gebaut, wahrscheinlich mit den ganzen Krähen. Ja. Ne? Ja, okay. Witzig. Oh, guck mal, schon wieder feiern. Was ist mit ihr denn? Kommt nicht so gut. Okay. Genau, das war einer unserer Sommerausflüge. Wir machen halt. Paddeln auf dem Brett. Wir machen schon echt viel miteinander. Also, wir machen im Sommer irgendwas und im Winter irgendwas eigentlich miteinander und die Workshops und so. Und das war quasi Paddeln auf der Alp. Ach, stimmt, Paddeln auf der Alp. Nämlich mit. Ja, und dann, das, also ich trinke echt gern Kaffee. Und irgendjemand hat mal so einen ganz fiesen Ja-Kaffee gekauft. Das weiß ich noch. Also, wir haben normalerweise den Kaffee von Espresso Rostino, der ist super lecker. Und hat irgendjemand so ein, es war so ein Notfallkaffee. Jetzt schlagen Sie die Scheibe ein, nehmen Sie den Kaffee raus, wenn es gar nicht anders geht. Und dann hat dann jemand diesen Kaffee da reingemacht, diese Kaffeemaschine. Und das ging gar, ich habe einen Schluck von dem Kaffee getrunken, fand es so schlimm und habe dann das Ding ausgesaugt. Ich habe alle Kaffeebohnen wieder rausgesaugt aus dem Teil, weil das echt so schrecklich war. Das war also ein ganz fieser Kaffee. Da hab ich nicht, so kann ich nicht arbeiten. Genau, und dann haben wir wieder auf den Tisch getanzt. Also ihr, ich mache das nicht, aber ihr tanzt immer auf den Tisch. Genau, ist er ja auch da. Ach, schade. Genau, die haben alle Kinder jetzt, deswegen kommen die nicht mehr. Aber das ist der Jan von Sinus und das ist seine kleine Home-Stereo-Anlage. Bluetooth, ne? Quasi seine Bluetooth-Anlage. Genau, das war einer unserer Feierabend, oder? Wahrscheinlich. Das war sehr lustig, weil man kaum auf der Toilette sitzen konnte durch die Bässe. Leicht angetrunken war es gar nicht so einfach, sich da zu halten. Das war so ein bisschen wie Rodeo. So, und dann war es so, dass wir Skeptiker, die am Anfang dieses Büro nicht haben wollten, gemerkt haben, dass das Büro zu klein wird. Weil wir halt irgendwie keine Plätze mehr haben, wo Leute sitzen können. Wir saßen mittlerweile auch wieder aufeinander. Dann Besprechungen waren gar nicht mehr möglich, oder zumindest mal nicht, ohne angepöbelt zu werden. Könnt ihr woanders hingehen? Mach mal die Tür zu, was für eine Tür? So, sag mal leise und spreche nicht so laut. Telefonieren im Büro, ganz schwieriges Thema. Wo soll ich tanzen? Ja, wo soll ich denn alle tanzen? Ne? Und dann wurden wir quasi offiziell großziehen, haben dieses Büro bezogen. Genau, sind quasi einfach einmal über die Straße gezogen. Das war echt toll. Wir haben da drüben die Fenster aufgemacht, hier die Fenster aufgemacht, haben alles rübergetragen. War echt geil. Für diejenigen, die beiden Gebäude nicht kennen und sich jetzt fragen, warum ziehen sie von dem einen ins andere, ist doch genau das gleiche. Hier ist das Dachgeschoss noch mit ausgebaut, das heißt, wir haben hier die Fläche oben drüber auch noch komplett. Das war drüben nicht der Fall, ansonsten ist das Gebäude baugleich. Ja, genau. Das ist jetzt in der Konas drin, in unserem alten Büro. Aber ihr macht es gut. Ihr habt das verdient. Es ist nicht, dass es kein Dach gibt. Ja, warte mal noch 2 Jahre. Genau, dann haben wir hier die oben ausgebaut, auf oben eine Küche selber eingebaut, also Teambuilding. Haben wir quasi, das war, ich weiß nicht, da waren Michi und Jim bei Ikea. Das machen wir auch nicht mehr. Dass wir die Reihe zu Ikea schicken. Wir hatten meinen und hatten VW-Bus dabei bei Ikea. Und haben den so voll gemacht, dass nichts mehr reingepasst hatte damals. Es war halt total verrückt. Und dann haben sie irgendwelche Leute angefangen, die in Karlsruher Kennzeichen hatten, ob die noch Sachen von denen mitnehmen. Wie sind die angekommen? Nein, das ist alles erstmal das Problem zu haben, ist krass, aber dann diese Lösung zu finden, ist halt genial. Das war UX, ne? Das war halt so, ich habe gute Ideen. Und so kamen dann doch alle Möbel hier an, aber halt, glaube ich, 3 Autos oder so. Einfach mal hier Karlsruher Kennzeichen, fährst du nach Karlsruhe? Ja. Fährst du im Schlachthof vorbei? Ja, super. Ich habe hier ein Küchenmodul für dich. Genau. Da waren wir auch ein Wochenende lang beschäftigt. Das weiß ich nicht, was das war. Das war nicht hier irgendwo, oder? Irgendwas, was man aus unserem Namen bauen kann. Ah! Buchstaben stehen da in der Box und da war halt mal jemand kreativ und ein Netzstrategen. Rattennetz. Hier hinter euch stehen die Buchstaben. Ja. Okay, Challenge is on. Oh! Dann kam Sunny dazu. Dann wurde unser Büro zu einem Klo. Aber die Geschichte muss ich anders erzählen, da war ich nicht da. Was war das? Ich war nicht da. Sunny war dabei. Es wurde ein Film gedreht. In dem quasi jemand aufs Klo musste. Ein Sanitärbetrieb vorgegaukelt wurde. Und die hatten Toiletten. Die Wand da hinten, die haben halt alles ausgeräumt und haben da eine Toilettenausstellung ins Büro gebaut. Also, für die 2 Drehtage, ich glaube, es war ein Wochenende oder so. Also musst du mal an, du kommst hier rein in dieses Büro und denkst so, ey, das wäre ein geiles Klo. So, hier raus mache ich jetzt mein Klo.
Okay. Wir haben fünf Fördergelder. Ja, ja, genau. Komm, wir machen jetzt was Witziges. Wir bauen einen Klo da rein. Total cool. Ja, guck. Und dann? Oh, stimmt. Dann? Dann, weil hier kein Tisch mehr stand, sondern Klos, haben wir uns im Flur getroffen. Ja. Und haben, ja, wir haben ja, André hat schon viel erzählt über Beratung und so. Wir haben halt festgestellt, dass wir, wenn wir Beratung machen, dann erklären wir ganz viel und müssen eigentlich auch ein bisschen Weiterbildungsformat draus machen. Und dann haben wir irgendwie nach fünf Jahren festgestellt, lass uns das mal ernsthaft betreiben. Und haben uns auch ein Wochenende getroffen und überlegt, was können wir machen. Und haben die Netzstrategenakademie aus der Taufe gehoben. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war so der Kickoff August 2015 im Flur. Ja. Aber der Grund war, es war so brutal heiß und das war der kühlste Raum, das war im Sommer und das haben wir uns alle da vorne ins Frühling. Nee, die Geschichte geht aber weiter. Und da war nämlich der Sebastian Ermer da, der da. Ja. So, der war quasi, der war damals schon da, so der sollte hier arbeiten, der wäre unser Akademie-Manager geworden quasi. Und dann gab es irgendwie eine Wasserschlacht. Mama hatten irgendwie ein paar Mädels nur noch ihre BHs an. Das hat ihn so irritiert, dass er nicht angefangen hat bei uns. Dass irgendwie, oh, die wurden alle ganz nass und dann waren die halt nackt und was machen die denn da gerade? Achso, wir haben gesagt, es lag am Geld. Keine Ahnung. Ich weiß noch, wie der hart irritiert war, aber danach hat er einen Vierer gehalten auf jeden Fall. Die waren ganz, die lange Freunde. Genau. Lars, erkläre dich. Ich habe das nicht da reingemacht. Aber was ist das? Wir waren immer auf einer Messe. Ach, war das der IFRA-Ex? So eine heilige Messe. Der Pfarrer. Holy Lord. Ich glaube, es war auf der IFRA eine Zeitungsmesse und wir haben gedacht, total sinnvoll dahin zu gehen. Und ich glaube, wir haben in den zwei Tagen drei Gespräche geführt. Und zwei davon mit mir selber. Wir haben es gerade unterhalten. Total gut, auch so mit Lederschuhen und Anzughose und so. Ja. Eine gute Investition. Und danach haben wir es dann einfach sein lassen, ne? mit dem Formellen und so. Ja. So. Machen wir nicht weiter. Und extra Roll-Ups gemacht. Oh, hier, Christian. Weißt du noch, ne? Ja, weiß ich noch. Da haben wir uns überlegt, wie eigentlich die Redaktion von übermorgen arbeiten sollte. So, ne? Fragen? Genau, aber so sehen halt solche Sachen manchmal aus. Wenn man anfängt darüber nachzudenken und so, dann entwickelt man halt sowas und dann. Christian versteht's. So, wichtig, ne, neue Audience. So, das war ganz cool. Und das habe ich auch nicht verstanden. Bilder mit Hunden. Haben das dieselben Leute aufgehangen wie die Toiletten installiert? Scheint so, ne? Das ist ein kleiner Ausschnitt, weil wir ja schon noch viel bei Kunden unterwegs sind, von den Horrorhotels. Ah, Horror, der, Hashtag Horrorhotel. Ja. Und da haben wir schon ganz viele abenteuerliche Sachen, auch Hotels, wo dann Teppich auf Teppich liegt, wo man dann schon weiß, man will da nicht runtergucken. Und da gab es auch eins, da war innen drin der komplette Fahrstuhl mit Teppich verkleidet und da hingen überall diese Bilder von den Hundemännern. Total geil, Mann. Ich geh immer gerne hin. Was auch bei uns, ich weiß nicht, wer kriegt von euch von uns Weihnachtsgeschenke? Christian. Also ein paar. Also, ich kann empfehlen, irgendwie müsst ihr unser Weihnachtsgeschenk im Verteiler kommen. Weil wir halt jedes Jahr so einen Scheiß machen. Also wir schaffen es jedes Jahr, uns so viel Arbeit mit den Weihnachtsgeschenken zu machen, dass Leute kündigen. So, zum Beispiel haben wir eben vor drei Jahren, fünf Jahren, um Gottes Willen, ja, das ist schon verdrängt, haben wir Pakete von Tischuntersetzern gemacht. Das sind alles Tischuntersetzer, was ihr da seht, ne? So, und anstatt jetzt, wir hatten 10 Motive, 8, keine Ahnung, oben sind noch ganz viele, wer Lust hat, kann nachher hier so vielen gehen. Da mussten wir Pakete draus machen, dass jeder Kunde halt verschiedene Motive bekommt. Aber das sah halt wirklich genauso aus. Wir hatten dann alles voll mit den Dingern und mussten dann nächtelang so Pakete zusammenstellen. Du kannst dann immer zwei. Immer zwei gleich. Weihnachten kommt bald wieder. Also es war halt eine Heidenarbeit. Mehrere Tage haben wir daran gearbeitet, irgendwie, dass wir alles zusammengebastelt bekommen haben. Oder wer vor zwei Jahren den Kalender bekommen hat, den hasse ich besonders. Also den Kalender, nicht die Leute, die es bekommen haben. Den Kalender hasse ich besonders. Weil der Kalender, das war hier so eine, wir hatten hier so eine Produktionslinie stehen im Büro. Und haben den, es waren wie viel, ich habe es ausgerechnet, wir haben irgendwie 17.000 einzelne Teile angefasst gehabt, bis wir alle verpackt haben. 17.000! Aber Michi ist schuld. Ja, Michi hat, der war schuld, das war vollkommen der Wahnsinn. Bestimmt im Livestream. Genau. Haben wir ja einen Gaffertel an den Tisch gerundet. Haben wir schon mehr auf für afrikanische Dörfer, fertig.
So, genau. Oh, ist ein Video. Wie viele Netzwerke braucht man, um ein Pavillon aufzubauen? Gucken wir uns komplett an. Ich bin nur 18. Wie viel ist das in der Anzahl? Eine Raum, eine Kopf, und die Dicht. Und dann ist es mit Brownie. Der Brownie. Wer es nicht versteht, einer raucht, einer guckt, einer denkt. Fertig. Läuft. Oh, guck, und dann haben wir ein Kölner Büro gehabt. So das war so einsam. Haben wir ein richtiges Büro bekommen. Ach, mit Leuten, Mann. Ja, da Leute waren die Innovation. Okay. Ja, dem Sebastian Ermer waren ja anscheinend die Mädels zu freizügig. Das hat den Andreas weniger gestört. Andreas, wie bist du überhaupt? Ja. Ja, genau. Dann schon hatte ich Gesellschaft neben Dr. Müller Sex World. Und just im selben Jahr hat Christina uns zu ihrer eigenen Freude, wie man sieht, bereichert. Freiheit. Ja. Und schon mal mit reich. Ja. Stimmt, die ist leider gerade auf dem Weg zur Glocke. Zur Glocke nach Öl. Also die alte Verlagswelt schlägt zurück quasi. So, oh ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt müssen wir auch noch Barcelona. Ne? Wo kann man noch so hin? Also wir gründen eine Tochtergesellschaft in Barcelona, weil wir einfach Schwierigkeiten hatten, hier vor allem Entwickler und im Designbereich Leute zu finden. Das war für uns schwierig. So. Ich hatte einen Bruder, der hatte damals in Barcelona gelebt, der lebt jetzt in Brasilien. Und der war da und der war da selbstständig. Ich habe gesagt, hey, die Wirtschaftsförderung in Barcelona, die macht einen super Job, geh da mal hin. Dieses Haus ist das Finanzamt von Barcelona. So. Da war ich 7-mal, um ein Unternehmen zu gründen. Es war super. Wie kann was so schön aussieht, so schlimm sein? Kennt jemand Asterix und Obelix, den Film mit dem Passierschein A38? Nur da gedreht. Ja. Das ist von da. Da gibt es den Passierschein. Also, wir haben da drin in dem Bunker da hinten, wo ihr sitzt, also da drin, da sind unsere ganzen Akten drin. Da gibt es mehrere Akten, wo die gesamten Firmenunterlagen auf Spanisch übersetzt wurden, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, immer wieder einzelne Dokumente nicht zu haben, die dann genau diese Person da haben wollte, damit wir dort eine Firma gründen konnten. Okay, es war ein bisschen kompliziert, weil es ist eine hundertprozentige Tochter einer deutschen GmbH und ich bin der Geschäftsführer. Also es ist kein ganz einfacher Vorfall, aber es geht schon irgendwie. So, und ich bin 7-mal, glaube ich, da runtergeflogen und immer wieder habe ich andere Dokumente dabei gehabt, die halt sehen wollen. Nee, tut mir leid, geht nicht. Nee, geht nicht, mache ich nicht, nee, geht nicht. Und am letzten Mal war es dann so, ich hatte dann quasi von der Wirtschaftsförderung jemand bei mir, also quasi eine persönliche Assistentin, die mir geholfen hat, diese Firma zu gründen da unten. Und die hat gemeint, weil wir saßen wieder da und wir wurden wieder abgelehnt, hat gemeint, komm, wir ziehen nochmal eine Nummer, wir gehen nochmal woanders hin. Okay, aber wenn das jetzt klappt, hätten wir das auch schon vor einem halben Jahr machen können. Und es hat geklappt. Es war einfach eine andere Sachbearbeiterin, die halt einen besseren Tag hatte. Die gesagt hat, ja, alles klar, die wollte eigentlich gar nichts sehen. Das war 38. Stempel, Stempel, Stempel. Ich hatte seit Mittagszeit. Ey, das hat so viel Geld gekostet. Also es war um Zeit und überhaupt. Ich meine, Barcelona war es nicht so schlimm, aber... War halt so. Also gut, dann hatten wir eine Firma. Das ist ja mal also ein Papier, wo drauf ist, sie haben jetzt eine Firma. Super. So, und dann, wo ziehen wir ein? Haben uns Büros angeschaut und dann Valkyria HubSpot. Bam! So sah das aus. Das ist der Luca, der da sitzt. Das war unser erster Mitarbeiter, mit dem habe ich mich dort auch getroffen. Innen ist das voll sexy. Also so sieht das Innen aus und die Gemeinschaftsräume. Von außen und unser Büro. Links quasi ist es halt eine alte Lagerhalle gewesen und rechts hatten wir halt original diesen Tisch mit diesen Stühlen und das war's. Also das war relativ unsexy. Aber so haben wir in Barcelona angefangen. Also das war quasi der erste Schritt dort, bis wir überhaupt mal gegründet hatten. Das ging ja ein halbes Jahr. War echt witzig. Aber so ging's los in Barcelona. Und Lars erklärt Menschen Sachen. Das ist ja, oder? Komfort. Hier. Ja, ihr erinnert euch an Sebastian Ermer, den lassen wir jetzt raus. Der Andreas hat dann geholfen. Wir haben ja im August haben wir eben gesehen gesagt, wir machen das jetzt ernsthaft mit der Akademie und haben beschlossen, wir sind so digital, wir können ja nicht nur persönlich erklären, sondern lass uns da mal Online-Kurse draus machen und da mal was produzieren. Und ich habe mich selber gewundert, dass wir im April des darauffolgenden Jahres tatsächlich live gegangen sind mit den ersten Kursen. Und das hat mir dann nochmal gezeigt, dass wir, na, wenn wir was beschließen, dann machen wir das halt auch. Und das war für mich jetzt in der Retrospektive total spannend irgendwie zu sehen. Und ja, es ist keine Eitelkeit, wenn die Methode mich bezeichnet hat, sondern ich habe diesen Kurs einfach erzählt. Schwerer machen.
Ja, witzig. So hat die Anno Digital angefangen. Nee, wirklich, so ging's los. In der Anno Digital so. Was machen wir denn da? Ja, kommen wir mal ein Grobkonzept. Was ist Grobkonzept von unserer Konferenz? So, komm, schauen wir es runter. Was gibt's zu essen? Das war damals schon ein wichtiges Thema. Genau. Aber da ist die Idee entstanden. Also es war so einfach so der Drang irgendwie, naja, wenn wir diesen Feierabend machen, könnten wir schon auch irgendwie einmal im Jahr eine richtige Konferenz veranstalten. Und dann, jetzt geht die in die vierte Runde, oder? Fünfte Runde? Vierte Runde, ne? Cool, ja. Julia weiß es besser. Ist umstritten. Ist umstritten. Ab wann zählt's denn eigentlich? Ne? Nee, also dann vierte Runde. Voll cool. Echt cool. Macht auch Spaß. Oh! Das ist mein Zwilling. Sind zwei Zwillinge von mir. Und der Zwilling von da auch. Mir sicher. Genau. Deshalb weiß ich auch nicht, was es ist. Weiß auch keiner. Wertvolles Workshop. Ja, wir haben nach dem Workshop immer Feedback eingeholt mit Yay und Nay und eigentlich kann man immer nur Kekse wählen gut. Oder das Wasser war zu warm. Okay. Da hat man schon lustige Sachen finden. Und dann, hey, hier BNN, ihr seid ja glaube ich hier in eurer Lounge, ne? BNN Lounge. Naja, kann man schon, ist auch ein bisschen BNN Lounge. Irgendwann hat die BNN gesagt, wir ignorieren das Internet nicht mehr. Und wir durften helfen und haben gesagt, hey, kommt hier, ihr alten Internet-Erklärer, kommt doch mal mit. Das war die erste Veranstaltung, die wir intern gemacht haben bei der BNN. Da musste ich auch im Anzug und Typ, also so halten. Das ist mir da unsichtbar. Ja, ereilt dich auch noch. Nee, man ist sonst unsichtbar bei der BNN. Ohne Anzug tut man einen. Nein, Quatsch. Stimmt gar nicht. Aber da haben wir der BNN so ein bisschen erklärt, was wir vorhaben miteinander. Das war cool. Echt gut. Und dann hast du bei Amazon Laptop gekauft. Hast du verdient auch. Ja, das war 700. Du hast nicht gerade eine Kreditkarte bekommen. Das ist die Kreditkarte. Nein, das war ein Hilfsprojekt, das wir 2016 gemacht haben, zusammen mit Google, Google Deutschen Flüchtlingsinitiativen. Ich glaube, es waren 200.000 Chromebook-Notebooks zur Verfügung gestellt und geschenkt. Und wir haben für Karlsruhe, nachdem wir ja direkt hier schräg gegenüber vom Menschenrechtszentrum sitzen, für das Menschenrechtszentrum 200 Notebooks bekommen, administriert, eingerichtet und verteilt und über fast drei Jahre praktisch betreut. Dass diese Notebooks praktisch genutzt werden konnten, sowohl von den Initiativen als auch von den Geflüchteten. Okay. Ja. Wir machen Kunst. So. Ich habe auch nicht schlecht. So, manchmal echt überlegt, warum sind die Folien da drin, aber. Ja, genau. Ja, okay, Entschuldigung. Muss der Lars wieder was sagen? So, noch mehr Köln, oder? Ich glaube, die Folie hat Christina selber reingemacht, einfach weil sie heute nicht da sein kann. Super. Danke, Christina. Aber da sieht man, das hängen Plakate, es gibt Schreibtische, es ist mehr als ein Kickertisch. Genau, also das war unser erste Kölner Büro, sah halt so aus. Es war so ein Coworking Space, da hatten wir halt ein Zimmer drin. Das, da hinten, da sieht man Andreas. Oh. Genau. Ja, und wie gesagt, wir machen diese Workshops zweimal im Jahr. Da waren wir hier in Karlsruhe einmal im Vanguard, weil einfach so irgendwie andere Locations ganz schön war. Und da war es so kalt, so unfassbar kalt. Genau, und so schöne T-Shirts haben die an hier. Nicht in Gym. Da wurden wir drei. Der FKA, okay. 3 Jahre in der FKA, genau. Ja, und dann wurde es in Barcelona zu klein. Ja, auch verrückt. Ne? Da irgendwie dann so haben. Da saßen zu dritt, zu viert an diesem kleinen, Glastisch. Und mal so, können wir ein neues Büro haben? Und so, ach so, ja, klar. Natürlich, sorry. Und BÄM! Das Büro. Aber nicht das ganze Gebäude. Genau. Das sind Julie und Luca. Genau, und da haben wir dann quasi dieses Büro da angemietet in diesem hochökologischen Passivhaus und haben einen Kaktus gekauft. Haben den liebevoll wie den CEO von einem Kunden von uns genannt, Heiner. Ganz toller Typ. Genau. Haben Stühle gekauft. Genau, und haben dann halt ein Büro gehabt. Also jetzt haben wir so ein richtiges Büro in Spanien. Das ist echt cool. So richtig. Genau, so ein richtiges Büro. Und das war dann eben unser Workshop
hier im Februar 17, wo auch die Spanier da waren, die sind gefroren. Die frieren aber immer, wenn die da sind, egal wann. Immer kalt für die. Da war es Problem, dass es nichts zu essen gab. In dem, das war die Weihnachtsfeier im Skandidorf. Ja. Weihnachtsfeier im Skandidorf ohne Essen. Das war und ohne Getränke. Ja. Und wenn da ein Bier steht, aber ich glaube, das war das einzige Bier des Abends für alle. Ein Bier und 12 Röhrchen oder so. Ja. Genau. Keine Ahnung, was das ist. Also wir arbeiten viel mit Bruder zusammen und die sitzen in Offenburg. Das ist ein kleines Bild. Offensichtlich. Und die machen einmal im Jahr Fasching und haben eine, quasi einen internen Wettbewerb. Und da übertreffen die sich immer selber. Und ganz links bin ich offensichtlich und rechts der Kollege Dominik Horn damals. Und wir haben gedacht, wenn die sich verkleiden, machen wir doch einfach mit. Und dann hatten wir 2 Stunden Workshop und dann haben wir 6 Stunden mit denen gefeiert. Ein guter Tag. Alles in die Rechnung geschrieben. Ja. Die arbeiten. Sunny lernt WordPress. Ah, die waren Eddie. Ja, genau. Wird umkonvertiert, der Sunny. Wahrscheinlich in irgendeinem Camp oder so. Ne? Das ist ja auch fies, wenn du groß bist. Mittags kochen in der Küche. Genau. Ist ein bisschen klein für uns alle. Ja, guck hier. Letzte Kneipe der Welt. Das war in Bremerhaven. Wir haben relativ lange versucht, mit 3 Verlagen irgendwie gemeinsam ein Technologieprojekt zu machen. Das hat nicht geklappt. Das ist so ähnlich, wie man VC hat. Das ist auch schwierig. Aber da waren die halt mal alle in Bremerhaven da oben und in der letzten Kneipe von New York. Ja, das war dein Geburtstag, ne? Ja. Da hat die BNN, das ist der Rainer, der Norm von der BNN, und die haben mit Anna zusammen ihren Geburtstag gefeiert, im ICE auf dem Heimweg von Bremerhaven. Freundlicherweise, was man so will, ne? Sein Geburtstag mit den Kunden im ICE. Geil. Vom Norm, die alte Partykanone. Jetzt lege ich gleich richtig los. Aber loslegen können wir hier, da haben wir wieder gefeiert, da war wahrscheinlich wieder irgendeine Schlachthofveranstaltung, ne? Hey, that's you. Nee? Tom, zum ersten Mal dabei. Ah, ja. Ich Tom. Ah, ja. Genau. Und dann kommen wieder Leute. Wir finden es immer schön, wenn Leute da sind. Das ist immer schön. Immer Spaß. Okay. Genau. Also, das ist halt. Das ist, okay. Wir haben für den konservativsten Zeitungsverlag der Welt gearbeitet. In Feilingen. Mit Schwäbischer? Schwäbischer Zeitungsverlag. Nee, das ist ein Weiblingen. Weiblingen ist das, genau. Und die haben das im Büro hängen. Und da läuft man dann die Treppe hoch und der Verleger redet mit einem, da hängen diese Bilder drin. Also, ja. Entschuldigung. Da war gerade ein Penis. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Ich kann mir mal vorstellen, sagt, hey, ist doch ein Schornstein. Nein, schaut, das ist ein Penis. Mann. Naja. Ja, dann haben wir da was mit Wasser gemacht. Wir haben hier im Büro mal genäht. Krass, genau. Das war dann, hat Silvia das gemacht, ne? Ja, cool. Ja, da gibt es auch witzige Bilder. Von. Kann immer das geschenkt. Ja, genau. Das ist ein Weihnachtsgeschenk-Sweatshop, den wir machen. Genau. Oh, der war mit Silvia. Mal Go-Kart fahren. Das war auch cool. Was gemacht. Lasertag. Ah, guck mal, Norm ist aufgewacht. Hier, ciao. Also. Oh, hier, Christoph, ne? Counter-Striker. Und wahrscheinlich wieder ein Workshop von uns. Das war ein betrunken gutes Tun, das wir jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren hier machen in Karlsruhe, für Karlsruhe. Und die Maria aus der Remise hatte an dem Abend als Spende du als Schweinporträt, weil man sich eben als Schwein zeichnen lassen konnte. Ja, war sehr schön. Hängen auch irgendwo ein paar rum davon. Haha! Diese Art. Okay. Konferenzbesuche auch ganz wichtig. Okay. Und dann unser Skitag. Hey, Tessa, genau. Skifahren haben sie nicht zu trinken, aber mein Papa extra einen Bus gemietet und da waren, glaube ich, 7 Leute in den Bus gesessen. Also, oh nee, war irgendwie doch kalt und Schnee will doch nicht. Und das war auch, das fand ich mal eine echte geile Veranstaltung, dass der NFK im ZKM war. Zweimal war das, ne? Das war echt, das war geil, das war richtig cool. Mega Spaß gemacht.
dann gab es da, das war, da hatten wir mal eine geile Situation, das war echt witzig. Also wir haben eben für die Akademien, für so Social-Themen oben oft Sachen produziert. Und dann bauen wir halt so richtig halt auch Lampen auf, eine Kamera und das volle Programm halt. Ne? Und wir hatten eine Bewerberin, die zu uns kam. Und da oben steht noch eine große Lounge, also wenn ich mal nach oben was reingehe, da steht eine ganz große Lounge da oben drin. Und um diese Lounge stand diese Lampen rum und diese Kamera. Ja, geil, ich muss gleich weitererzählen, ihr habt schon verstanden. Auf jeden Fall war die Bewerberin halt da, wir gehen da hoch und wir laufen da rein und ihre Augen sind immer größer und sie sind immer langsamer gelaufen. Ja, ich hab's überhaupt nicht geblickt, so echt. Ah, nee. Das war eine Freundin von der Mitarbeiterin damals, das war eine Bekannte, die war so, um Gottes Willen. Das war mir arg peinlich, also überhaupt nicht, was du denkst, wir machen andere digitale Sachen. Wer ist dieser Obdachlose? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Das war so, wir waren in Barcelona und wollten zurückfliegen. Und ich weiß noch, wir haben einen Lufthansa-Flug, den konnten wir quasi nicht wahrnehmen, weil der ist nicht geflogen. Nee. Der ist geflogen, aber nur mit der Hälfte der Leute, was noch bizarrer war. Es gab technische Probleme. Ja, nur die Hälfte durfte einsteigen. Okay, wir wollen gar nicht einsteigen. Dann haben wir umgebucht auf einen Ryanair-Flieger, weil die Isa am nächsten Tag in den Urlaub geflogen ist. Das heißt, Isa schon leicht panisch, dass sie quasi alle ihre Flüge in den Urlaub verpasst. Wir mussten dann von Terminal A nach Terminal B. In Terminal B gibt es aber keinen Raucherbereich, wie wir dann rausgefunden haben. Bis wir dann Isa aufgelöst in Tränen, fast weinend, neben einem... irgendeinem Essensladen. In einem Essensladen sitzend gefunden haben, die festgestellt, hier kann man gar nichts rauchen. Und wir mussten auch so lange warten. Da haben wir gedacht, wenn man nicht rauchen kann, dann kochen wir einfach eine Flasche Gin. Waren dann beim Burger King, haben dann drei Fanta geholt und haben die Flasche Gin gleichmäßig auf die Fanta verteilt und dann war auch okay. Wir haben so im Flieger gesessen, mit dem Ding von Burger King. Ja, das war echt, also der Gesichtsausdruck zeigte alles, das war echt genau. So ein Tag war das, ey, das war geil. Hey, ne, war das die erste Halle digital? Nee, die zweite war schon. Die zweite Halle digital schon, voll gut. Genau, ich war auch da. Genau. Müsst ihr auch alle kommen, das ist witzig. Und wir haben. Was war's denn? Also wir haben in Barcelona nicht nur ein Büro, sondern wir haben bei Barcelona auch ein Haus, in dem man wunderbar Workshops machen kann und ein bisschen cooler und so. Und da haben wir letztes Jahr, vor zwei Jahren, alle miteinander Workshop gemacht. Also sind quasi alle runtergeflogen, haben da Workshop miteinander gemacht. Da haben wir zu 25 ungrad Leute waren in dem Haus. Es hat nicht so viel Betten. Aber es hat halt aber irgendwie so Sonnenliegen und alles Mögliche. Man kann auf dem Einhorn da schlafen, ist im Pool schwimmen und so. Das ging schon irgendwie, aber es war ein bisschen wild, machen wir dieses Jahr besser. Kalt war es auch, stimmt, ja. Kalt war es, genau. Aber wir hatten Alkohol. Und dann geht's. Genau, ja. Yes. Genau. Was wir in den Pausen machen. Ja. Dazu also erklären, da hinten wächst ein riesiger Bambus und die Anna wollte testen, ob man auf einem Bambusstab über den Pool muss. Es geht denn da gar nicht so frisch. Man merkt schon, man kommt rein. Genau. Ich hoffe, du hattest kein Handy in der Hose. War schon etwas morsch. Ja, also das hat nicht geklappt. Aber die also am geilsten natürlich ist eigentlich die Reaktion von den ganzen Kollegen, die sich alle totlachen mit Anna von Puff. So Michi hier unten zum Beispiel ist arg schön. So. Da drüben wir alle so. Schadenfreude. Genau. Ja, dann haben die hier Sachen aufgehängt. Immer noch mehr Plakate von NMFKA. Wir waren einer Sommer, wer weiß, was ist. Baumwipfelpfad. Danke, Baumwipfelpfad, genau, waren wir, Erlebnispark, war auch witzig. Ach genau, und dann waren die Kölner. Das Büro ist zu klein, das ist okay. Und man Kölner auch ein größeres Büro.
Und dann haben wir ein Büro gesucht in Köln. Das irgendwie sieht man wiederum Andreas. Ist es? Ja, ja, der Andreas, der den Architekten korrigiert. Wir haben noch einen roten Tank und da hätten wir auch gerne Licht. Wir hätten überhaupt gerne Licht. Licht ist gut. Ja, genau, der Vermieter ist halt selber Architekt und der hat irgendwie eine Aversion gegen Licht. Stefan, das geht dann nicht. Er hat eine Aversion gegen direktes Licht und hat gesagt, nee, Licht ist Mietersache. Das sind halt so Räume, die sind nicht ganz so groß wie hier, aber von der Art her ähnlich. Und ich vermiete euch das aber ohne Licht. Ja, aber auch da haben wir eine Bewerbungscouch. Mit Licht? Mit gutem Licht. Natürlich mit. Genau. Ja, das ist dann halt irgendwie auch geworden. Ne? Ja. So sieht es aus. Hat einen Kran. Super. Was macht? Komm, was braucht man? Das war doch wieder hier. Ne? Das braucht man wieder mit Gutes tun. Das ist unscharf. Genau. Ich habe es eigentlich nur genommen, weil Apple drauf ist. Aber der ist ja auch nicht da vorne. Da ist eine Apple, genau, ja. Und das habe ich auch noch. Ah, das ist ein Video. Schon ein bisschen ratlos zurück. Das ist der Chris, eben der Bruder Chris und ich in Austin auf der South By Konferenz. Wir grooven halt. Wir haben halt einen Groove. Aber nicht so viel Groove. Er war aber auch 3 Uhr nachts. Man muss dazu sagen, links ist Kunde. Ja, ja, guck mal, und schon wieder eine Halle digital. Genau, habe ich auch. Ja, ja, mit, genau. Dann weiß man, es ist eine richtige Konferenz, wenn es T-Shirts gibt. Das war geil. Dann hatten wir einen Workshop in Köln, haben alle nach Köln ins neue Büro eingeladen. Wir hatten ja jetzt Platz. Wir hatten Platz, genau. Und dann haben wir eine Bewerbung bekommen. Und das war so geil, weil das ist von einem Kumpel von Fabian gewesen. Der ist klar, oder? Ah, das ist gerade gegangen, weil er wusste, dass es... Oben? Der ist oben, das macht er. Auf jeden Fall, bei uns bewirbt man sich mal ein Webformular, da kann man Dinge anhängen. Und da hat er halt einfach das Bild von einem Kollegen, also von Fabian, angehängt und meint, hier für die interne Verwendung, ihr wisst, was damit zu tun ist. Krass, okay, Mann, ey, du hast es voll gecheckt. Du hast das System gehackt auf jeden Fall. Das war geil. Also so bewirbt man sich. Das ist unser BA-Student, der schläft. Der Ex-BA-Student. Genau. Das waren die Leute, die da in Köln dabei waren. Ja, das war alles mein Geburtstag. Oder? Mein Geburtstagsgeschenk. Ich hab das jetzt mal aus Versehen. Oh, sorry. Ja, genau. Ja, ich krieg keine Blumen mehr. Ja, im Sommer waren wir in Barcelona, Workshop gemacht und mit den ganzen Kollegen da Abend gegessen. Und dann waren die Kollegen alle hier aus Barcelona. Genau. Pub-Quiz geworden, oder? Ja. Wir gehen Mittwochabends auf das Pub-Quiz da vorne. Wie heißt der Pub? Carol's Pub, genau. Und da haben wir gewonnen. Das sind die Meilensteine. Gründung hier, Gründung da, Pub-Quiz geworden. Ja. Dann war hier die, was war das? Schachtel Arena. Haben wir auch gewonnen, fast. Ich glaube, nicht habt ihr da gewonnen. Gar nicht. Elena hat gewonnen, auf jeden Fall. Wir sind Letzter geworden. Aber das war auch gemein, weil am Tag vorher hat Peter seinen Ausstand gefeiert. Ah, da kommt er auch. Das ist der Überleitung. Genau. Genau. Aber ihr zwei, Elena und Anna, waren nicht schuld. Die haben alles gegeben hier. Das kann man, glaube ich, so sagen. Hoffe. Genau, und dann hatten wir hier wieder einen Workshop, war oben bei uns, und das war jetzt quasi das erste Mal, dass wir wirklich alle miteinander zusammen eingeladen hatten. Es war davor so 2 Jahre ein bisschen getrennt mit den einzelnen Firmen, dann haben wir gesagt, komm, wir schmeißen alles zusammen und haben einen Workshop gemacht, der hieß, die haben so ein Motto bei uns, We Are Family hieß der, und da waren alle da, das war echt total schön, es war mega cool, und mit allen zusammen 2 Tage zu verbringen, das war super gut. Genau, ja, nur die sich alle gefreut haben. Ich glaube, Jonas freut sich riesig. Ne, genau, das sind die Marketing-Monsters. Ich darf es gar nicht mal dabei haben. Das ist unsere Marketing, also die Performance-Marketing-Tochter von uns in Köln. Und das sind die Kollegen, die das halt machen. Weil sie ja schon gewundert hat, warum es die Magnete auch in Monsterform gibt, das ist wegen den Marketing-Monstern.
Die haben die cooleren Magneten. Genau. Und unser Kollege John aus Barcelona, der ist auch ein begnadeter Zeichner und der hat da beim Workshop abends am Essen in der Hüpfner Burg alle so karikiert, danke schön. Er hat sehr lange aufs Essen gewartet. Genau, das ist der da hinten sitzt, der kann das nicht toll, das ist der John. Genau. Andere haben was getrunken in der Zeit. Ah ja, genau. Und wir haben, das ist wieder Michael Korb in der Mitte und links und rechts sind Stefan und ich. Und auf dem Weg zu dem neuen Inhaber von seinem Unternehmen gibt es ein Leberkäse-Outlet. Wussten wir auch nicht, dass es das gibt. Wir haben für drei Leberkäse, das war geil, drei Leberkäse haben wir, glaube ich, 1,60 Euro gezahlt. Und wir haben gesagt, hä? Für einen? Nee, für alle. Okay, na ja, gut, das war geil. Irgendwie schwarz war das. Irgendwie. Ich müsste mal ein Foto gucken, was gemacht wurde, weißt du, okay? Rothaus. Ja, da irgendwo. Das erste Mal betrunken wurdest du auch in Köln zusätzlich, nachdem die Stadt noch umgesetzt war. Ah, okay. Mit den Monsters zusammen, genau. Ist das die Rechnung? Das war der Sommer. Das war Peters Abschied, genau. Das ist zeitlich etwas verrutscht, aber macht nichts. Was ist denn dein Gesicht? Was? Dein Gesicht ist zeitlich verrutscht. Gut möglich, ja. Das Lustige war, dass ich ein paar Wochen später die Mitte vom Wirtshaus drüben getroffen habe, die dann meinte, sag mal Steffen, habt ihr eigentlich eine Sauna? Aber Thema verstanden. Ich meine, an dem Abend hat sie mal rübergeguckt, bei ihr war nichts los und sie hätte so gern auch sich den Bademantel übergeworfen und wäre. Genau, hier, jetzt sind wir schon in diesem Jahr. Fellow, das ist echt die Eiche. Mir tut es so leid, weil dein Hund so viel Fame kriegt. Ja, und, okay. Aber ich will einfach nicht so mit dir spielen wie mit ihm. Für den habe ich eine Hemmung. Ich werde dir auch keinen Ball zuwerfen oder so. Nee, aber Fellow ist echt cool. Eine Riesenbereicherung fürs Büro, Miriam auch. Der Tod viel mehr. Ich werde schon einmal erwähnt. Aber wenn man mal einfach bei Instagram guckt, was mehr Klicks oder Likes oder Herzchen kriegt. Was ist los, der Spieler? Hello. Ja, genau. Aber ich habe gehört, dass Miriam und Fellow demnächst auch mal einen Feierabend-Vortrag haben. Echt? Zusammen. Das wird ja geil. Okay. Das ist unser Twitter-Follower. Ja. Genau. Und das war es quasi das letzte Mal, als du in Köln warst, ne? Ja. Genau, das ist noch ein Köln-Foto. Mit Julius. Oh, das ist auch nochmal ein Köln-Video sogar. Das ist eine Überraschung. Alter. Oh, das war's. Yeah. Ja, Julius, warm anziehen. Ja, das ist, wir gehen können nach Video. Genau, ich glaube tatsächlich, das war's. Also das waren jetzt mal die letzten 10 Jahre so im Schnelldurchlauf. Naja, es war weniger schnell, also waren keine 10 Jahre. Es war jetzt eine knappe Stunde. Okay. Na gut, auf jeden Fall, wir machen noch weiter. Mit 10 Jahren treffen wir uns hier wieder wahrscheinlich. Feiern weiter. Wir sind gerade dabei, hier ein bisschen umzubauen und es wird einfach von uns in der Zukunft ein paar mehr Marken geben, unter denen wir aktiv sind. Die Netzstrategen, die Marketing-Monster kennt ihr schon. Wir haben die Boxwise GmbH, die E-Commerce macht bei uns und sind dabei, so ein bisschen zu sortieren. Da drüben hängt auch ein Foto oder ein Bild, das hat auch unser Kollege gemacht. Können wir ein bisschen drüber reden, aber so 10 Jahre zurückblickend. Also ich habe gestern wieder mit unserem Steuerberater telefoniert, der Markus, der ist halt auch seit 12 Jahren dabei. Der meint, Alter, das müssen wir erstmal hinstellen, sowas nach 10 Jahren. Kein Euro Fremdkapital in der Firma drin, alles selbstbestimmt, alles selber hingestellt, Geld auf dem Konto, keiner kann uns was. Haben wir gut gemacht. Vielen Dank.